Anstatt dich auf das zu konzentrieren, was du nicht möchtest, richte deinen Fokus darauf, wie du dich fühlen willst. Deine Gedanken prägen deine Gefühle und diese senden Energie aus, die wiederum deine Realität gestaltet. Du bist nicht zufällig hier, sondern mit klaren Intentionen in diese Welt gekommen. Deine Ziele waren klar, du wolltest wachsen, Freiheit erleben und Freude finden. Dieser Lebensweg wurde bewusst gewählt, da die Erfahrungen in dieser Zeit und Dimension dein Wachstum fördern und beschleunigen können. Freiheit und Freude sind nicht nur Wünsche. Sie bilden die Basis deines Daseins und beeinflussen alle anderen Entscheidungen und Ziele, die du hast. Trotz dieser Freiheit geben viele Menschen unbewusst ihre Macht ab, indem sie glauben, dass andere besser wissen, was richtig und falsch ist. Sie überlassen es diesen weiseren Autoritäten, für sie Entscheidungen zu treffen. Doch in einer Welt voller unterschiedlicher Ansichten und Überzeugungen ist es nahezu unmöglich, allgemeingültige Regeln zu finden, die für alle passen. Wenn Menschen die Widersprüchlichkeit dieser Meinungen erkennen, ziehen sich viele frustriert zurück, während andere versuchen, ihre Sichtweise anderen aufzuzwingen. Wahres Glück und Wachstum können jedoch nicht von äußeren Umständen oder den Meinungen anderer abhängen. Um innere Freiheit zu erfahren, ist es entscheidend, ein Gleichgewicht zwischen den drei Grundintentionen, Freiheit, Wachstum und Freude zu finden. Wenn dieses Gleichgewicht erreicht ist, wird klar, dass das Leben nicht von den Entscheidungen oder Handlungen anderer Menschen beeinflusst werden muss. Stattdessen können durch das eigene innere Gleichgewicht und authentisches Handeln andere inspiriert werden, ihren eigenen Weg zu finden. Es geht darum, sich von innen heraus zu entwickeln, anstatt die äußere Welt kontrollieren zu wollen. Viele Menschen sind überzeugt, dass Handeln der einzige Weg ist, um Ziele zu erreichen. Sie verbringen ihre Tage mit Aktivitäten und fühlen sich gezwungen, ständig beschäftigt zu sein, weil man ihnen beigebracht hat, dass nur harte Arbeit zum Erfolg führt. Diese Einstellung kann jedoch oft zu Erschöpfung und Frustration führen, da sie das innere Gleichgewicht ignoriert. Wenn du dich ausschließlich auf das Tun konzentrierst, ohne auf deinen inneren Zustand zu achten, ziehst du nur noch mehr negative Gefühle an. Daher ist es entscheidend, innezuhalten und dein inneres Gleichgewicht wiederzufinden, bevor du handelst. Wenn du in einer Situation bist, in der viele Aufgaben auf dich zukommen, ist es besonders wichtig, nicht impulsiv zu reagieren. Statt sofort zu handeln, ist es hilfreich, darüber nachzudenken, wie du dich fühlen möchtest und was dir wirklich wichtig ist. Wenn dein innerer Zustand harmonisch ist, wirst du aus einer positiven Energie handeln, was das Bewältigen von Aufgaben erleichtert. Die Vorstellung, dass Handeln allein entscheidend ist, kann dazu führen, dass Menschen sich in einem Strudel von Aufgaben verlieren und sich ausgebrannt fühlen. Wahres, inspiriertes Handeln entsteht jedoch nur aus einem Zustand innerer Balance. Wenn du das Gleichgewicht verlierst, wirst du es nicht zurückgewinnen, indem du weiter in die falsche Richtung gehst. Wie ein Turner, der auf dem Schwebebalken sein Gleichgewicht sucht, musst du innehalten, um wieder zu dir selbst zu finden. Wenn du dich schlecht fühlst, fokussiere dich nicht nur auf die Ursachen dieses Gefühls. Es ist wichtig, innerlich Abstand zu gewinnen, um wieder klarer sehen und gezielt handeln zu können. Dabei geht es nicht darum, äußere Umstände sofort zu verändern, sondern deinen inneren Zustand in Einklang zu bringen. So kannst du das Gesetz der Anziehung für dich nutzen und die gewünschten Ergebnisse erzielen. Viele Entscheidungen, die wir treffen, basieren oft auf kurzfristigen Bedürfnissen oder äußeren Erwartungen. Dies führt häufig dazu, dass wir impulsiv handeln, ohne die tieferen Wünsche zu berücksichtigen. Solche Entscheidungen mögen vorübergehende Erleichterung bringen, stehen jedoch langfristig unseren wahren Intentionen im Weg. Viele Menschen handeln aus einem Gefühl des Mangels heraus, anstatt aus der Fülle ihrer wahren Bedürfnisse. Dies führt oft zu einer vorübergehenden Befriedigung, die jedoch nicht lange anhält, weil sie nicht auf einem stabilen inneren Fundament beruht.
Um nachhaltiges Glück und Zufriedenheit zu erfahren, ist es entscheidend, dass du deine Wünsche und Handlungen immer im Licht deiner tiefsten Intentionen betrachtest, Freiheit, Wachstum und Freude. Wenn du diese Prinzipien bei all deinen Entscheidungen berücksichtigst, wirst du nicht mehr nur auf der Suche nach oberflächlicher Erfüllung sein. Stattdessen wirst du in Harmonie mit dir selbst und deiner Umwelt handeln und die Dinge tun, die wirklich zu deinem inneren Wachstum beitragen. Nur so kannst du von innen heraus erschaffen und ein erfülltes Leben führen. Jede Erfahrung, die du machst, ist eine Gelegenheit zu wachsen und zu lernen. Indem du deine Gedanken und Gefühle beobachtest, kannst du erkennen, welche Muster dich zurückhalten und welche dich fördern. Es ist wichtig, diese Muster zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern. Nur durch bewusste Reflexion kannst du dir der Kräfte bewusst werden, die dein Leben gestalten. Es ist hilfreich, regelmäßig Zeit für Selbstreflexion einzuplanen, um deine Ziele und Werte zu überprüfen. Frage dich, ob deine aktuellen Aktivitäten mit deinen innersten Wünschen übereinstimmen. Wenn nicht, überlege, welche Schritte du unternehmen kannst, um diese Diskrepanz zu verringern. Der Schlüssel liegt darin, dir selbst treu zu bleiben und das Leben zu führen, das du dir wünschst, anstatt dich von äußeren Erwartungen leiten zu lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.